So, ich bin gerade mitten im Krieg gegen die Gegner namens Masri und ich stehe jetzt gerade vor meinem allerersten Angriff gegen mein Gegenüber und das wird die Nummer 18 sein. Ich habe mal GoVV gebaut, da ich mir überlegt habe, mit Golaloon wird schon irgendwie gehen, aber ich gehe da lieber mal auf Nummer sicher, weil die Base ist relativ komisch aufgebaut. Und deshalb schaue ich jetzt mal, wie ich da mit GoVV durchkomme. Zwei sichere Sterne wären da so mein Ziel. Jetzt schauen wir mal, was ich dabei habe. 7 Mauerbrecher, 2 Loons, 15 Magier, 2 Luckys, 2 Golems, 6 Hexen und ein Golem in der Clanburg natürlich. 2 Wut und 2 Sprungzauber sowie einen Giftzauber. Mit den Sprungzaubern versuche ich da möglichst effektiv durchzukommen. Und King und Queen sind auch dabei. Dann noch ein letzter Blick. Huhu, ja, mal schauen. Gut, kriegen wir schon hin. So, ich würde sagen, ein Golem oben, ein Golem unten. Hier, ein Golem in der Mitte. Magier hinterher in einer langen Linie. Dann die Mauerbrecher da zwei aufmachen, da zwei aufmachen. Da vielleicht noch einer hinterher. Ah, die sind nicht durchgekommen. Scheißendreck. So, jetzt Hexen hinterher. King, Queen, noch eine Hexe. Da kommt die gegnerische Clanburg. Da setze ich mal hier so den Giftzauber. Da ein Sprung drüber. Ich sag, da vielleicht mal Wut drauf. Ja, der dürfte die meisten haben. Und hier noch ein Sprungzauber drauf. Und dann hauen wir da rechts auch noch ein Wut drauf. So, dann hoffen wir mal, dass die alle da jetzt richtig schön reinlaufen. Ja, sieht gut aus. Da haben wir schon mal zwei Sterne geholt. Die Hexen sind noch gut am Werk. Jetzt überlege ich mal, wo ich mit den Loons hin kann. Da wäre vielleicht ein Loon ganz cool. Ah, da kommt jetzt die gegnerische Queen entlang. Da, hier unten wäre vielleicht noch ein Loon ganz ordentlich. Und, ah, der Bogiturm ist jetzt auch dran. King zünden, schnellstmöglich. Und was machen wir jetzt am besten mit dem. Da noch ein Lucky, vielleicht lenkt er ja ab. Aber auf Chance auf 3 ist zu gering. Da unten ist mir leider meine Truppen sind mir da unten abgekratzt. Jetzt habe ich nur noch einen Magier und einen Lucky. Aber die Königin ist noch da. Ein paar Hexen hier noch. So, jetzt ist die Königin unter Beschuss. Dreh dich mal um. Bitte umdrehen. Hinter dir, der Magierturm. Hallo, hallo. Die anderen spare ich mir. Vielleicht wird es ja doch noch was. So, jetzt schnappt sie sich den Magierturm. Das ist ganz gut. Die gegnerische Königin ist auch schon down. Ah, jetzt ist meine Königin unter Beschuss. Jetzt muss ich sie leider zünden. So. Die eine Hexe da oben schafft noch ordentlich Verteidigung weg. 82%. Hohe Prozentzahl ist ja auch ganz gut. Schon mal auf den ersten Angriff. Da setze ich jetzt vielleicht noch den Magier hin. Vielleicht tanken jetzt auch die Skelette noch ein bisschen, das wäre ganz cool. Und ich kriege diesen einen Bogiturm noch weg. Ja, da kommen sie alle durch. Ah, schade, da unten stehen aber noch so viele Verteidigungen. 3 Sterne wird da wohl leider nicht möglich. Den Lakai hier vielleicht noch hin. 30 Sekunden, knappes Ding. Scheißen Dreck. Da. Oh. Oh je. Come on, come on. Mach hin, Königin, schneller. 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 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden. Die Königin muss leben, sie muss leben. Jetzt kommt schon, kommt schon, kommt schon. 4 Sekunden. 3, 3. Ja! Wuhuhu! Oh mein Gott. Yes. Bam. Wow. Geiler Angriff. Yes! Das war mal ein geiler Angriff. Oh, Adrenalin. Gerade. Heieiei. Letzte Sekunde war das, Mädels. Letzte Sekunde. Das nenne ich mal einen getimten Angriff. Oh, super, jetzt muss ich mich erstmal hinlegen und ausruhen. Wir sehen uns dann im nächsten Live-Angriff. So, ich stehe jetzt ganz kurz vor meinem zweiten Angriff im Clankrieg gegen Masri. Ich habe mir jetzt eine Nummer weiter unten ausgesucht. Wir sind eigentlich relativ gut dabei. Wir haben 5 Angriffe mehr, führen aber mit 10 Sternen mehr. Das ist eigentlich schon ein ganz gutes Polster, würde ich sagen.
Und ich bin jetzt gerade dabei, die Nummer 21 zu machen. Die hat einen Lavahund in der Clanburg, heißt, ich gehe da mit Pentaloon ran und hoffe mal, dass das Ganze funktioniert. Die einzige Sorge hier ist die Queen, meiner Meinung nach, und dieses schreckliche Base-Layout. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich da von rechts unten ganz gut durchkomme. 5 Lavahunde, 18 Loons, 4 Minions, 2 Bogies, 4 Wutzauber und ein Speedzauber sollten da hoffentlich helfen. Ja, und dann geht's jetzt, glaube ich, ans Eingemachte. Puh. Schauen wir mal. Let's go. Also, ganz langsam. Ich hätte jetzt gesagt, von links unten jeweils... Na, links unten 2 Lavahunde, rechts oben ein Lavahund plus der aus der CB, Loons hinterher. Hei, 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 das wird eine Sache. Okay, dann machen wir erstmal so. Da, da, da. Dann hier rechts 2 Loons hinterher, Loons, Loons. Da ein Wutzauber drauf. Da Loons hin. Da noch ein Wutzauber drauf. Da aus der Clanburg den letzten. Ein Wutzauber in die Mitte reingeworfen. Oje, oje, oje. Wird das was? Wird das was? Da, die Ding sollte langsam mal. Da werfe ich jetzt noch einen Wutzauber drauf. Und hier der Speed, damit die Loons möglichst schnell dazu der gegnerischen letzten Luftabwehr hinkommen, weil die ist noch ganz wichtig. Und dann starte ich hier unten am besten schon mal zum Cleanen. Oh je, da in der Mitte kann es noch gefährlich werden. Aber ein Lavahund ist da noch da. Ist ganz gut. Ich fange am besten schon mal zum Cleanen an, weil da und da und da stehen noch zwei Kanonen. Jetzt ist noch eine Kanone da und die Königin macht mir hier unten noch Sorgen. Ich glaube, da setze ich mal meine Queen hin. Außer ich krieg's mit dem Bogey von außen gesniped. Das wäre natürlich mega unmäßig. King da außen, der soll jetzt da noch aufräumen. Da wird überall noch schön aufgeräumt. Da helfe ich am besten hier noch irgendwo aus. Der Bogey macht die Sache da unten ganz gut. Hier noch mit der Königin. Den King am besten zünden. Und dann die Königin auch noch zünden. Und dann hoffen wir mal, dass das Ganze läuft. Da unten, da wird's jetzt dann... Ja, komm, 1,5 Minuten. Die zwei Gebäude da in der Mitte sind noch ein bisschen schwierig, aber da kommen jetzt die ganzen Lavahündchen. Oben noch meine Königin, die noch aufräumt und auch noch mehr Lavahündchen und da fliegen auch meine Loons noch hin. Es würde sagen, ein schöner 3-Stern-Angriff mit Pentaloon. Yes, super. Nicht anders als erwartet, aber umsetzen muss man es auch erst einmal. Ich hoffe, euch haben meine zwei Live-Angriffe gegen den Gegner Masri gefallen und es gab natürlich noch viel, viel mehr andere super gute Angriffe aus dem Clankrieg und die könnt ihr alle in meinem Clankrieg-Review von Semperepmes gegen Masri anschauen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Channel. Ciao, ciao! Was habe ich dabei? 5 Lavahunde, 18 Loons, 4 Minions und 2 Bogies, sowie 3 Wutzauber, einen Sprungzauber. Warum habe ich einen Sprungzauber dabei? So ein Schmarrn. Wofür brauche ich denn einen Sprungzauber? Eieiei. Sachen gibt's. Gleich mal umändern hier. Und wofür habe ich einen Giftzauber dabei? Ist ja auch kompletter Schmarrn. Na gut. Erstmal noch einen Wutzauber rein. Und da hauen wir noch einen Speed rein. So, dann hauen wir die anderen weg. Weg damit, weg damit. Gut, dass mir das jetzt noch aufgefallen ist. Das wäre schrecklich gewesen. Hui, so. Ja, 4 und 1 Speed. Passt, perfekt. Jetzt starten wir nochmal. So ein Schmarrn hier gibt's ja gar nicht.